Guten Tag, liebe Versammlung. Ich bin Anne Helm, zumindest in der Hosenwelt. Im Internet kennt man mich auch als Seeräuber-Jenny. Und ich komme aus Berlin-Neukölln und würde gerne mit einem großartigen Team Brüssel stürmen. Ich will nämlich dieses freie und grenzenlose Europa, von dem unser Vorsitzender Thorsten Wirth heute Morgen schon gesprochen hat, unbedingt haben. Und ich bin der Überzeugung, dass es Piraten braucht, um das zu erkämpfen. Derzeit sieht es in Europa leider ein bisschen anders aus, die politische Entwicklung. Nationalistische und rassistische Bewegungen formieren sich und umfassende Überwachungsgesetze werden auf den Weg gebracht. So wird zum Beispiel durch das neue Grenzüberwachungssystem Eurosur ein Instrument geschaffen, mit dem die intransparente Grenzagentur Frontex Zugang zu umfassenden Daten aus beispielsweise Drohnen- oder Satellitenüberwachung erhält. Zurzeit ist das Thema Asyl in der europäischen Debatte sehr zentral. Ich glaube, das haben wir heute auch schon in ganz vielen Beiträgen gemerkt. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, dass das nicht erst Thema ist seit Lampedusa. Und dass Lampedusa kein Unfall war und dass Lampedusa auch kein Datum kennt, denn Lampedusa passiert jeden Tag. Das Einzige, was an diesen Vorfällen im Mittelmeer nicht gewollt war, war, dass sie sichtbar sind. Und auf die Toten vor der Festung Europa wird mit noch mehr Abschottung und Überwachung reagiert. So schließt Frontex beispielsweise intransparente Verträge mit Staaten wie Libyen ab, in denen Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung sind, um Menschen präventiv an der Flucht zu hindern. Das soll uns dann den unschönen Anblick von Toten vor der eigenen Tür ersparen. Argumentiert werden solche Maßnahmen, indem rassistische Ressentiments von Innenpolitikern geschürt oder auch unterfüttert werden. So wird zum Beispiel von der Flut, das haben wir heute auch schon mehrmals gehört, von sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen, also Menschen, die entweder vor dem Erfrieren oder dem Hungern fliehen, erfunden, ohne dass es dafür jemals belastbare Zahlen gegeben hätte. Und diese Politik der Angst, also Ängste politisch zu schüren, um mehr Repression durchsetzen zu können, das ist uns Piraten nicht neu. Gerade in der europäischen Innenpolitik. Wir entlarven und bekämpfen diese Politik seit jeher unter dem Motto Freiheit statt Angst. Denn diese Politik hat Tote rund um den Schengen-Raum zur Folge und brennende Asylbewerberheime in den Grenzen des Schengen-Raums. Aber wir haben den Mut und die Ideen, uns dem entgegenzustellen und das auch laut auszusprechen. Europa braucht nicht Frontex, sondern Seenothilfe. Europa braucht nicht Überwachung, sondern eine bessere digitale Infrastruktur. Europa braucht kein Dublin-II-Abkommen, sondern Solidarität unter den Mitgliedstaaten. Das hieße dann selbstverständlich auch, dass zentral gelegene Staaten, so wie Deutschland, sich nicht mehr aus der Verantwortung stehlen können und diese an Italien oder Griechenland zum Beispiel abschieben, die daraufhin Menschen in überfüllte Lager zu menschenunwürdigen Bedingungen einpferchen. Wir wollen ein grenzabbauendes, hürdenloses Europa, das dann auch tatsächlich einen Friedensnobelpreis verdient hätte. Ich habe Bock, einen Wahlkampf zu führen, der diese Ideen bei den Europäerinnen entflammt. Und ich will nach diesem Wahlkampf eine Fraktion in Brüssel stellen, die unermüdlich Transparenz einfordert, auch wenn es wahnsinnig anstrengend wird, um diese Ideen auch umsetzen zu können. Ich glaube, ich schulde euch noch eine Erklärung, warum ich euch erst so kurzfristig darum bitte, mich mit in ein Team, oder zumindest vorschlage, mich in ein Team mitzuschicken. Es hatte mehrere Gründe. Zum einen habe ich in Berlin-Neukölln ein Mandat auf kommunaler Ebene, das ich auch sehr ernst nehme und sehr gerne ausfülle. Frustrierend ist das oft genug, denn gerade die Themen, die mich beschäftigen, sind oftmals auf kommunaler Ebene eine Folge von fehlgeleiteter europäischer Politik. Ich habe im Bundestagswahlkampf sehr viel auch über diese Themen gesprochen und immer wieder sind mir Fragen entgegengebracht worden, auch speziell von Migrationsverbänden beispielsweise, die sich eigentlich auf europäische Politik bezogen haben. Und so gab es viele Leute, kompetente Kandidatinnen, die auch heute sich hier vorstellen, die der Meinung waren, dass ich ein gutes Team, was ich unterstützen möchte im Wahlkampf, am besten unterstützen könnte durch eine Kandidatur. Zunächst
hat es dann in den letzten Wochen die Situation gegeben, dass ich politisch, zumindest was meine öffentliche Arbeit angeht, ein bisschen untergetaucht bin. Da es offenbar, ich weiß nicht, vielleicht haben es einige von euch gelesen, da es offenbar ausreicht, sich für eine bessere Asylpolitik, für ein Bleiberecht und gegen Abschiebehaft einzusetzen, dass es zu Bedrohungssituationen führte, die mich dazu bewogen haben, zunächst erst einmal nicht mehr so laut den Kopf auszustrecken, was diese Themen angeht, sondern lieber meine Arbeit im Stillen weiterzuführen. Gott sei Dank habe ich durch viel Unterstützung dazu zurückgefunden, sagen zu können, scheiß drauf, jetzt erst recht. Und dafür möchte ich ganz explizit auch vielen Leuten, die heute hier in dem Saal sitzen, Danke sagen. Ich hoffe, dass wir gemeinsam diesen Mut haben, diese Ideen, die wir vertreten und diesen Mut zur Freiheit und sich nicht einschüchtern zu lassen und eine Politik der Angst, eine Absage zu erteilen, dass wir das gemeinsam rocken werden im Wahlkampf. Und ich freue mich drauf und bitte dafür für eure Unterstützung.